Bin ich hier schon richtig? Ich bin mir gerade unsicher. Ich gehe am besten nochmal zurück und schalte da erstmal die Leute aus und dann mal sehen. Uah. Jetzt von einem Fahrstuhl zermatscht werden wäre nicht so geil. Okay. Ich bin immer noch überrascht, ob hier wirklich immer schon Javas waren. Beziehungsweise ich frage mich das. Überrascht bin ich gerade nicht. Ich bin schon überrascht, dass hier so viele Javas rumlaufen. Ich kann es ja nicht alle vergessen haben. Ich meine, an das Level erinnere ich mich ja auch noch. Und weiß, dass ich es verfluche ohne Ende. Wie eigentlich jedes Level in diesem Spiel. Warum spiele ich das eigentlich? Weil ich Bock habe. Ja, ich kümmere mich ja gleich um euch, Leute. Ich will nur erstmal hier... goldener Lichtschwertkristall. Na, das klingt doch schon besser als gelber Lichtschwertkristall. Ich weiß, ist im Prinzip... Ich nehme den jetzt mal, ne? Passend zur Atmosphäre. So, schießt auf mich, damit ich weiß, wo ihr seid. Hallo, Mini-Java. Ich weiß, euch gibt's nicht in groß, trotzdem hallo. Okay, ich glaube sogar, das war's jetzt schon, oder? Krass. Wobei, ich glaube, hier gab's noch einen Trick. Warte, ich muss mal so ein paar von diesen Dingern da abwarten. Einer. Noch einer. Und kabumm. Und kabumm. Und kabumm. Theoretisch sollte jetzt irgendwo ein Holocron auftauchen, aber praktisch sieht das wahrscheinlich wieder aus, als ob nicht. Gut, dann gehen wir jetzt den Fahrstuhl runter. Oder doch noch nicht, da ist ja noch ein Freiwilliger. So, ich sollte jetzt wieder anfangen, taktischer zu kämpfen. Von wo kommen die Schüsse? So, war es das wert? Hihi, ja, was kann man so gut hin und her schubsen? Was auch immer das bewirken mag. Ja. Schutzschilde deaktiviert. Die versuchen es aber immer wieder. Aber gut, ich nehme die Punkte gerne. Willst du mir noch nicht sagen, dass hier nichts mehr ist? Das kaufe ich dir nicht ab. Sag ich doch. Irgendwas ist immer. Ich glaube, das zählt nicht mehr als rhodianisches Schiff, aber ich habe ja eh schon 10 von 10 erledigt. Von wo kam das denn jetzt schon wieder? Ja!
Drecksack. Ah, da ist ja noch einer. Das hat ganz schön gerumst. Hat's wehgetan? Ich hoffe doch. Die haben zwar schon ein Lichtschwertkristall eingesammelt, aber es geht immer noch andere Lichtschwertkristalle. Komprimierter gelber Lichtschwertkristall. Den muss ich mir mal angucken. Wieso gibt es hier nur gelbe und orange? Ich will, weiß ich nicht, was ich will. Grün vielleicht. Oder schwarz, das wäre es doch. Ich nehme jetzt meinen komprimierten gelben. Wie sieht der aus? Ah, das sind diese wabernden Dinger. Quasi die Kylo Ren-Schwerter. Ist zwar nicht genau das gleiche wie mit den Blitzen drumherum, aber es ist schon ähnlich ätzend pulsierend. Ich kann mir fast nicht denken, dass hier nichts sein soll. Andererseits habe ich gerade auch schon wieder was gefunden, also wie viel soll da noch sein? Oh, es sind mehr Leute da. Ich sollte langsam wieder anfangen, die Macht zu nutzen. Sonst bin ich hier gleich ziemlich schnell weg. So, Javas kann man auch so auslöschen. Die sind nicht großartig gefährlich. Ich sehe schon, warum die Kamera da raufhalten musste. Die wusste, das wird genial. Wer hat da gerade geschossen? Ihr erinnert euch an den einen braven Java, der nicht auf mich gefeuert hat? Er lebt. Ihr nicht. Checkpoint. Und hüpf. So, was machen eigentlich die Missionsziele? Ja, mal wieder fehlen 6 Holocrons und ach, die Machtpunkte habe ich immerhin gleich erreicht. Oh nein, ich erinnere mich auch hieran. Es war anstrengend. Sieht an sich ja ganz einfach aus. Rübergehen, das Ding aktivieren und den Pfeiler durchschmelzen, aber with a twist. Also abgesehen von diesem Möchtegern Magna Guards hier. Aua! Wenn ihr wenigstens das General Grievous Äquivalent wärt, seid ihr aber nicht. Okay, wie komme ich darauf? Da ist zwar bisher nur so ein rotes Holocron, aber das, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube hier rauf. Oder nicht? Oder doch? Oder doch? Okay, so viel zum Doppelsprung. Der ging gerade gehörig in die Hose. Oh, hier gibt es sogar mehr als dieses rote Holocron. Um nicht zu sagen, ein goldenes. Quasi ein richtiges, nicht nur das Sith-Holocron. Geh unter!
Na, was bist du für eins? Schaden gesteigert, ja. Cool. Komme ich hier rüber? Natürlich nicht. Scheiße, und jetzt falle ich auch noch direkt darunter. Aber ich habe das Holocron. Und krieg so nur mehr Punkte. Achso, Spiel speichern. Ja, okay, Spiel gespeichert. Eigentlich wollte ich die Cutscene überspringen. Geht aber offenkundig nicht. Gut, diesmal auf den Schaden kann ich verzichten. Ich gehe direkt dahin. Bevor sich hier doch noch Sachen ereignen, an die ich mich meine erinnern zu können. Gott, das werden ja immer mehr von den Dingern. Ich würde jetzt sagen, Machtblitze sind gut gegen Maschinen, aber irgendwie scheint das hier der gegenteilige Effekt zu haben. Bonusziel erfüllt, Machtpunkte, Machtsphäre erhalten. Sehr schön. Okay. Ach, lass mich raten, jetzt muss ich doch nach da hinten. Nee. Oh, jetzt passiert das, was ich nicht wollte. Na, hat noch jemand so viel Lust wie ich? Bitte sag mir, ich kann dich werfen. Ja. Aua. Na, Leute, ich bin gerade absolut nicht in der Stimmung, gegen euch zu kämpfen. Weißt du das? Ich habe dieses Riesending da. Okay, habe ich noch so eine Kugel da unten? Ist noch so eine Sphäre. Super. Ja, sieht so aus, als müsste ich die von hier aus werfen. Nein! Puh! Verdammt. Nein. Nicht gut. X. Und das Y. Und nochmal X. Diese verdammten Events. War's das? Das war's. Okay. Na, ein Glück. Also kommt man hier auch hoch. Das ist ja viel einfacher. Was sind denn das für Dinge? Ja, genau. Jetzt brauchen wir die Imperatoren-Fanfare. Alle Wege führen zum Ziel. Ich glaube, ich habe damals extrem geflucht, als diese Dinger aufgetaucht sind. Vor allem auch immer im Doppelpack, sodass du auch gar nichts gegen die unternehmen konntest. Großartig. Ich scheine mittlerweile besser geworden zu sein. Sollte ich aber nicht zu laut sagen, weil dann gehe ich meistens wieder drauf, wenn ich das erwähne. Eigentlich wollte ich den nur darunter schmeißen. Oder sowas. Muss reichen. Gibt es noch ein Holocron? Keins, was ich sehen würde, immerhin.
Oh, ah ja, diese Sprungpassage, die war auch damals zum Kotzen. Weil ich alles weggedrückt habe und nicht rausgefunden habe, dass es Doppelsprung gibt.